Bilder der totalen Verwüstung. Bei einem Blitzeinschlag in Kolumbien sind mindestens 11 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 15 wurden nach Medienangaben schwer verletzt. Die Opfer waren Mitglieder einer Stammesgemeinde im Norden des Landes. Sie hatten sich im Gebirge Sierra Nevada de Santa Marta zu einem spirituellen Ritual versammelt. Klar gab es auch schon mal früher Blitzeinschläge in den Bergen, aber so etwas haben wir noch nie erlebt. Der Blitz ist direkt in das Haus eingeschlagen, in dem die Zeremonie stattgefunden hat. Die Verletzten wurden mit Armeehubschraubern in ein Krankenhaus ins 40 Kilometer entfernte Santa Marta geflogen. Die rund 250 Einwohner des Dorfes leben von der Außenwelt nahezu isoliert und in enger Beziehung zur Natur.